Ja, wir haben bereits heute ein tolles Team am Start. Wir haben ein Machine Learning Lab, wir arbeiten in agilen Projekten und wir haben POCs und Piloten in allen Geschäftsbereichen und auch im Fahrzeug hält AI Einzug. Das heißt, in einem Jahr von jetzt werden wir Effizienzen spüren als Unternehmen und der Kunde wird AI im Fahrzeug erleben können. Also für die nächsten 7 Jahre sehe ich exponentielles Wachstum voraus. Und zwar sowohl was die Wahrnehmung von AI angeht, aber auch was das Verständnis für AI betrifft. Und mit Wahrnehmung und Verständnis wird die Rolle von AI im Unternehmen signifikant zunehmen. In den nächsten 7 Jahren werden wir durch AI deutlich effizienter werden und wir werden ganz neue spannende Services durch AI anbieten können. Das heißt, dass nachhaltige, profitable Wachstum der nächsten 7 Jahre wird vor allem auch auf AI zurückzuführen sein. Ein kurzer Blick zurück. Vor 20 Jahren war Google gerade mal ein Startup, glaube ich. Internet-Shopping war noch in den absoluten Kinderschuhen. Das erste iPhone wurde erst 10 Jahre später erfunden und an WhatsApp und dergleichen war noch gar nicht zu denken. Und diese unglaubliche Transformation, die wir gesehen haben, dieser wahnsinnige Speed, der wird ja jetzt nicht langsamer werden, sondern sich eher nochmal beschleunigen. Das heißt, um 20 Jahre in die Zukunft zu sehen, braucht man unglaublich viel Fantasie. Es wird wahnsinnig viel passieren. Wir werden durch AI ganz neue Services sehen, gerade im Bereich Mobilität werden wir ganz neue Services sehen. Und wir werden einen kaum vorstellbaren Effizienzgewinn erleben. Ich bin davon überzeugt, dass wir ganz spannende rechtliche und gesellschaftliche Debatten führen werden und auch lösen werden. Und ich bin deswegen auch davon überzeugt, dass wir diese unglaublich großen Chancen durch AI bestmöglich nutzen werden.